Das ist wie normales Wasser, aber besser. Kurz bevor du ihn berührst, springt ein kleiner blauer Funke rüber und kriegst einen kleinen elektrischen Schlag. Es fühlt sich aber gut an. Okay. Wer weiß, was du in deinen Tee reingetan hast. Ich dachte, ich krieg Tee. Gutes Argument. Bitte. Danke. Na dann streu mal rein da. Sekunde. Und zerdrückt das so in der Hand und pulvert das so rein. Das ist echt gut. Das hilft mir immer bei Kopfschmerzen und das bringt den Herzschlag so ein bisschen runter. Das trinke ich auch immer bei Medrasch. Ein bisschen, noch ein bisschen mehr. Rupert, kriege ich einen Löffel zum Umrühren? Ja, einen Moment. Der holt so einen kleinen Holzlöffel raus und legt ihn dir dahin. Danke. Na dann, lass ihn dir schmecken. Aber Vorsicht, es ist heiß. Ja, danke. Und was habt ihr da gefaselt, als ich zu euch kam? Wen sucht ihr? Fasel, Fiesel, Fusel, Perelina. Wir müssen nach Halbschimmer. Ja. Weißt du noch, als wir uns damals in Lestia begegnet sind? Ja. Mit diesem Barden? Kalimerion? Oh, ja. Ich habe damals auch von ihm geträumt. Und es hat sich alles bewahrheitet. Wir müssen nach Halbschimmer. Wir müssen mit ihm gehen. Was erwartet uns da? Ich gehe erstmal stumm zum Fenster und atme weiter durch. Unten in der Küche, wo die anderen drei sich niedergelassen haben, erwacht Flint. Oh Gott. Flint, was ist los? In habe ich mir leider nicht notiert. Oh. Du sagst es mir nochmal. Dein Name ist Darakon. Darakon war es, ne? Genau. In Darakon. In Darakon. In Darakon. Das liegt übrigens. Das weißt du auch, ja, das weiß ich. In den Schlangenbergen. In den Schlangenbergen. Wo sind die Schlangenbergen? Ich kenne doch die Schlangenberge. Ja, dann sollte der Darakon ja ein Begriff sein. Sollte wirklich, was du sagst? Ja, es stimmt. Wirklich. Aber was haben. Genug der Spielchen.